Weiter geht's bei Alan Wake hier. Letztes Kapitel. Zumindest ist das meine Vermutung hier in der Geisterstadt. Oder es sieht zumindest aus wie die Geisterstadt. Wir müssen gerade hier ein paar Kisten bewegen. Zack. Da will ich nicht hinterher. Und wir sind natürlich auf dem... Ah ja. Du, mich auch. Auf dem Weg zum Cauldron Lake. Witzig, dass jetzt hier gerade ein einziger Gegner nur kommt. Also den hätten sie auch weglassen können. Ist denn der See schon da? Das sieht nicht nach einem See aus. Ach nö. Wieder Vögel. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ich sehe ihn nicht, aber okay. Wie kommt man da rüber? Gucken, haben wir hier ein Boot oder sowas? Warte, oh, Entschuldigung. Was ist das denn? Ernsthaft? So eine kleine Kackholzbrücke. Oh je. Yeah. Na gut. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Wir haben jetzt, wow, 5 Schuss mit unserer... Haha, das wird ja lustig. Dann nehme ich gleich mal die hier. Die Bremse lösen. Ja, warum nicht? Auf geht's, ab geht's. Das wird lustig. Bisschen Achterbahn fahren. Okay, ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen schneller. Aber naja. Das war ja offensichtlich, ne? Oh je. Böse. Toll. Also ich habe irgendwie mit ein bisschen mehr gewartet, aber okay. Dann wechseln wir wieder zur Pistole rüber. Da oben ist schon was zum Schieben. So, dann hört man jetzt die Raben so gut. Meine Güte. Da geht's weiter, aber wir gehen mal hier hoch. Na komm. Ist links auch noch was? Oh, nochmal so eine Pistole. Ach nee, eine Leiter. Hä? Toll. Also hätten wir auch so lang können. Alles klar. Wir können hier unten rum. Hier. Ich drehe mich schon. Und zwar völlig in die falsche Richtung. Aber es war, hat noch gereicht. Na komm schon. Das ganze Ding ist darüber schieben, anstatt rüber zu klettern. Okay, dann ist das der richtige Weg. Dann gehen wir mal kurz hier lang. Weil ich glaube, da unten habe ich eine Kiste gesehen. Ja. Als ob da nicht gleich wieder welche kommen. Pumpgun. Boah. Ich glaube, voller geht's nicht mehr. Also fast nicht mehr. Ja, der Showdown. Komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Doch. Sehr gut. Ach, wird noch da lang. Naja. Irgendwie jetzt gerade mehr Wege wie sonst. So. Ich versuche mich mal gerade ein bisschen zu beeilen. Hoppla. Hehe. Gut, dass meine Lampe schon in die Richtung ausgelegt war. Da habe ich die Hälfte quasi schon beim Spawnen umgenutzt. Okay, was ist? Musik heißt immer Gegner. Hä? Ach, guck mal da oben. Hey, Idiot. Ich bin mit am Kopf erwischt. Okay, auf jeden Fall hat ein Schatten schon mal ausgenockt in der Hinsicht.
Oh, von da. Der war fies. Der war fies. Da kommen die nächsten. Wir werden doch bestimmt gleich von allen Seiten wieder überrascht. Hä? Hier war doch gerade einer. Ach, die da war er. Einmal nachladen kurz. Au. Das macht man doch nicht. Moment. Wow, 3 Schüsse hält der aus. Knackig, der Typ. So. Okay, rein in die Hütte. Kurz safe, Kontrollpunkt erreicht. Liegt hier was? Außer leere Dosen und Bier. Ah, sehr schön. Da ist nichts mehr. Also, ich muss schon sagen, das Ende zieht sich ein bisschen durch diese extrem lange Reise. Aber ist klar, man kann natürlich... ja, irgendwie muss man das Ende gestalten. Und ich denke, dafür wird es... Es wird sich lohnen, denke ich. Das Ende wird bestimmt ziemlich krass werden. Also ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht. Ich habe hohe Anforderungen an das Ende. Na, jetzt sind noch irgendwo Bären fallen. Ich hasse den Wald. Da können sie sich so gut verstecken. Alter. Och nee. Nur einer? Nur einer, okay. Manchmal flackert der Schatten hier so sehr, dass man denkt, okay, da ist einer. Hä? Ich krieg's nicht weg. Jetzt hab ich's weg. Ach, lass mal das. Bringt ja eh nichts. Drehen, 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 drehen. Oh ja, was war das denn jetzt hier? Hohohoho. Na, mein Freund. Au. Nicht nur eine Schreibmaschine. Das war gerade das Achievement. Ich glaube, ihr seht das leider nicht. Generator. Einschalten. Einschalten, Mann! Ey, da drückst du 3-mal auf Einschalten und nichts passiert. So langsam soll ich mal eine Leuchtpistole knallen, wenn ich hier ständig Munition finde. Jetzt haben wir schon 9 Schuss. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ne, da müssen wir auch nicht nachladen. Aber ich glaube, wir bleiben mal bei der Munition hier. Und wieder einer. Wo kommt er? Oh, komm ey, an dem Ast oder was? Ey, an dem Ast bleibt mal hängen, ich glaub's ja nicht. So, ruh dich mal aus, genau. Wir nehmen jetzt hier das hier. Schnauze voll, wo ist der Sack? Okay, das war Verschwendung.
Ich dachte, ich treffe ihn. Jetzt habe ich ihn getroffen. Dich packe ich auch so. Oh. Oh. Sonst noch einer hier? Okay, wir wechseln wieder. Ah, das sind die schnellen Flotten. Dafür nur ein Schuss und weg sind sie. Also es kommt wahnsinnig viel gerade. Und wieder der nächste. Ein Schiff. Wird ja immer besser hier. Machen wir kurz zur Abschluss. Also ich sehe hier nichts. Ich brauche bessere Position. Waffe wechseln. Bist du was oder was leuchtet hier so? Achso. Oh, ich hoffe, die Munition reicht. Wir haben bis jetzt nicht einmal Munition gefunden hier, aber wie auch. Wir haben noch Blendgranaten, das weiß ich. Und eine Thermoskanne. Ach, auch noch da reingehen, ne? Toll. Oh, Blendgranaten, wenn man vom Teufel spricht. Das wäre jetzt richtig ärgerlich gewesen, wenn wir voll gewesen wären. Ach, zünd einfach eine. Oh Mann, dieses Ausweichen. Diese Zeitlupe macht keinen Sinn, wenn man da nicht reagieren kann. Ich drücke auf Ausweichen, es passiert nichts. Da, jetzt hat er ausgewichen, toll. Oh nee, nicht schon wieder ein Bagger. Wow. Toll, die rollt weg. Ich glaub's nicht, die Physik. Nein! Okay. Aber hat sie gesehen, die Scheißleuchtding ist weggerollt. So ein Drecksding. Ah, Munition. Super. Wann hat das endlich ein Ende? Was war's jetzt? Oh. Okay. Oh, meine Lampe ist kaputt. Super. Ich glaube, ich muss da lang. Jetzt ist mal gut hier mit... Was holten die alles aus dem See raus? Meine Vermutung übrigens. Die Dinger werden immer größer. Naja, ich kann mich ja hier heilen. Oh, haben wir es gleich, haben wir es gleich, haben wir es gleich. Was steht da? Ja. Ein Feuer. Das auch als Licht zählt, frage ich mich. Pfeil? Nee, Pfeil ist nicht, aber... Ich glaube, wir sollen hier hoch. Toll. Ah, doch hier. Schrotflintenmunition, jawohl. 32 wieder. Gut, dass es uns nicht ausgeht. Ach, hier ist die Kiste.
Nice, Blendgranaten wieder. Und jetzt nur noch hier rausfinden. Ja, hier. Nee. Von da sind wir ja gekommen, hä? Muss ich doch hoch und aus dem Fenster rausspringen? Wahrscheinlich, irgendwie. Ah, sag ich doch. Hep, au. Au. Da hinten ist ein Generator. Wahrscheinlich für das Ding hier. Alles klar, Generator anmachen und dann rüberrennen. Okay. Oh, da kommt wohl ein heftiger Kampf, wenn jetzt hier gleich so Zeug kommt. Schön, dass die Waffe, die ich gerade in der Hand habe, nachgeladen werden muss. Oh, Kettensägenmann. Hast du die Waffe nachgeladen wenigstens? Gut. Wo ist er? Mhm, mhm, mhm. Ach, die auch noch. Ja, gut, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, scheiße. Oh. Bisschen verschwenderisch gerade. Ich geb's ja zu. Ah, den hat's den Stromkabel erwischt. Ah, geil. Sehr gut, die mögen Stromkabel nicht, ja? Ich wechsle mal. So. Oh, wunderbar. Mögen also Stromkabel nicht. Das ist super. Dann. Wo, 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 wo? Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen hektisch bin. Ach, die Musik hat auf. Das ist gut. Ein Manuskript zum Lesen wäre auch mal wieder nicht schlecht. Einfach nur kurz zur kleinen Herzberuhigung. Ich meine, so krass Horror ist es ja nicht eigentlich, aber ich kann mir nie vorstellen, was anderes zu zocken. Horrortechnisch. Bin ja... Da ist die Manuskriptseite. Schön. Einmal die F-Taste 5, der Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Okay. Wir müssten so langsam doch jetzt mal hier dem Ende kommen. Oh, kehren Sie um. Toll. Ja. Du mich auch da. Oh. Nanu. Macht mal auf den Weg. Na, offen? Nee. Scheiß Schiff. Ich baller jetzt halt die Batterien rein. War da nicht gerade einer? Alter, das ist mies. Dreckspuppe. Gehorchen Sie. Nein. Wow. Ich laufe einfach, oder? Ja. Bisschen rennen. Au. Oh. Okay, rennen war vielleicht doch nicht ganz so klug. Ich lade mal eben nach und... Ja, da fliegen schon die nächsten Sachen in der Gegend rum. Heilige Makrele. So ein Blödsinn. Ja, okay.
Bin ich das, der mit dem Licht hier rumwackelt? Also, der die Dinger wegmacht? Komm weg mit dir. Shit. Wow, das war knapp. Au! Keine Chance. Ja, das Leben wird knapp. Muss ich schon sagen. Jetzt kommt da ein Abgrund. Jetzt kommt da ein Abgrund. Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann. Okay, müssen wir uns merken, wo der Abgrund kam. Shit. Aber jetzt wissen wir, wo was kommt. Oder wann was kommt. Ja, wann? Ich glaube jetzt. Nein? Ach nee, das war hier. Sag ich doch. Ich glaube, hier kommt der Abgrund. Kann das sein? Oh. Ach, guck mal hier, eine Ah, ja, hier war der Abgrund. Hörsa! Okay, das Leuchtpistolmunition. Ist auch voll übertrieben. Den Tornado besiegen, ja klar. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, was ich hier gerade mache. Solange hier noch genug Munition drin ist, machen wir das mal eine Weile. Da, ist wieder was weggegangen. Hab's gesehen. Das geht nicht. Doch, das, die gehen alle, oder? Ja doch, die gehen alle. Ah, interessant. Ein bisschen was nehmen. Man muss halt auch ein bisschen treffen können. Wie soll ich die Sachen treffen, alle? Oh je. Ich musste sein Herz durch Licht verletzen. Sein Herz. Ich will halt jetzt nicht springen und dann die ganze Scheiße nochmal machen müssen. Aber ich probier's. Sie versagt. Toll. Ah. Okay. Muss nicht alles machen. Ach, Scheiße. Okay. Gleiches Spiel nochmal. Erstmal vorne ein bisschen aufräumen. Der Bus war's, ne? Wo ist der scheiß Bus? Da ist der Bus. So, Bus erledigt. Oh, wir sind leer. Kein Problem. Ich sehe schon, das wird eine richtig super Überlänge-Folge. Okay. Jetzt. Ach ja? Wo muss ich denn hin?
musste sein Herz durch Licht verletzen. Mach ich doch. Ich sehe nicht mal das Herz. Das war's Herz. Es ist in ihrem Kopf. Steht die da? Sie bilden sich das ein. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Oh, wir haben jetzt eine richtig mega Überlänge erreicht. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut rein und falls in der nächsten Folge nicht allzu viel passieren sollte, dann nur das Ende kommt, dann schneide ich das zusammen und es gibt eine Riesenfolge. Bis dahin, macht's gut oder bis gleich.